Hallo und willkommen zurück bei Knights of the Old Republic, wo wir immer noch unter Wasser sind, leider, und jetzt uns überlegen müssen, wie wir an unsere Sternkarte kommen. Aber ich werde erstmal schauen, was auf dieser, genau, Luftschleusensequenz, wo wir hier hinkommen. Vielleicht kommen wir zur Hauptstation zurück, bin mir nicht sicher. Da ist auf jeden Fall so ein Phyraxaner. Da auch, okay. So, komm her, du Mistvieh. Wo geht's jetzt hier hin? Zur Koltokontrolle, wo geht's hier lang? Geht's hier zur Hauptstation? Es gab irgendwie noch einen Eingang, den ich nicht so ganz zuordnen konnte. Ja, das ist wahrscheinlich hier. Alles klar, gut. Können wir hier das benutzen, um schnell wieder hier rauszukommen? Beziehungsweise vergleichsweise schnell. Und hier ist, glaube ich, auch dieser Kolto-Sammler. Das Ding, was wir da vor uns sehen. Wo wir jetzt entweder das Ding zerstören können, um den Hai zu besänftigen, so wie es aussieht. Oder wir können Gift einleiten und den Hai umbringen. Mit vielleicht unerwarteten Nebenwirkungen für das örtliche Ökosystem. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Ökosystem ist uns scheißegal. Wir wollen diese dumme Sternkarte haben. So, komm hier, Gift in die Öffnung leiten. Gib ihm! So, wir sehen einen großen Fisch, beziehungsweise ich sehe einen großen Fisch und ich vermute mal, er wird jetzt vergiftet und sterben und qualvoll sterben wahrscheinlich. Ich hoffe mal, wir haben damit nicht für längere Zeit die Kolto-Produktion komplett lahmgelegt. Das wäre nämlich ein bisschen traurig. Ja, der Fisch stirbt in dem Gift. Das ist gut für uns. Für den Fisch nicht so gut und für das Ökosystem. Ach, wer interessiert sich für das Ökosystem? So. Treibt der jetzt hier irgendwo? Da hinten. Tja, tut mir leid, Digga. Aber ich muss an diese Sternkarte. Die ich auch schon da direkt vor mir sehe. So, wir waren also doch schon näher am Ende, als ich gedacht hätte. Schade. So, da hätten wir den nächsten Teil der Sternenkarte. Sehr schön. Dann können wir ja hier Verschwindibus Maximus. Oh ne. Können wir hier von hier verschwinden. Nach einem kleinen Stufenaufstieg natürlich. Bei der ich Überredungskünste verfeinere. Computer bringt mir erst wieder was, wenn ich 4 Punkte habe. Vielleicht Sicherheit. Ich habe jetzt ein paar Türen gefunden, die ich nicht aufmachen konnte. Vielleicht könnte ich mal wieder ein paar Punkte in Sicherheit investieren. Ja, warum eigentlich nicht? Kräfte, Machtimmunität. Oh. Ja, es macht das ist ein bisschen besser als Machtwiderstand. Und hier gibt es Machtwelle. Oh. Ich glaube, Machtwelle wäre aber echt nicht schlecht für uns, weil wir dann gut unsere hinterhältigen Angriffe anbringen können. Was kann das denn hier? 36? Ne, 36 ist auch. Doppelte Geschwindigkeit, Verteidigungswert plus 4 und 2 zusätzliche Angriffe. Ne, ich glaube, ich nehme erstmal Machtwelle. Es ist die perfekte Machtwelle. Oh Gott, ne.
Ich glaube nicht. Gluck, 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 unter Wasser. Schade, dass diese komischen Anzüge keine Jetpacks haben oder sowas. Dann wären wir ein bisschen schneller unterwegs. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, noch überlegen, ob wir den Selka-Verantwortlichen erzählen wollen, was hier unten passiert ist. Ich meine, wir haben jetzt hier so einen riesen alten Fisch vergiftet. Es gibt diese nicht genehmigte Station hier unten. Aber vielleicht ist es mir einfach egal. Ich meine, das soll die Republik selber aushandeln. Ich bin nicht deren Handlanger, der jeden Scheiß für die macht. Ich habe das hier auch nur gemacht, weil ich zu dieser Sternkarte wollte. Und das hat ja auch geklappt. Von daher werde ich da, glaube ich, keine großen Reden schwingen mit, was hier passiert ist. Oder es versuchen, schön zu reden. Das ist nicht mein Problem. Das ist das PR-Problem der Republik und nicht von mir. Hi, Leute! Da seid ihr ja wieder. Dann bin ich hier tatsächlich rausgekommen, wo ich dachte. So, ich habe jetzt den Fisch ausgeschaltet. Muss ich nochmal mit den Forschern reden oder sowas? Du hast Toxin in die Maschine gefüllt und den phyraxanischen Hai vernichtet. Unglücklicherweise färbt sich das Kolter dadurch hoffentlich nur vorübergehend schwarz. Hoffentlich nur vorübergehend, ja. Ja, bestimmt nur vorübergehend. Selbst wenn nicht, I could care less. I could care much less. Hui. So, ich glaube, wir verlassen das jetzt einfach wieder hier. Wir haben ja unsere Arbeit getan, unsere Informationen gekriegt und von daher können wir jetzt wieder gehen mit unserem schönen, schnieken U-Boot. Jo, benutzen wir. Und fahren zurück. You've returned. I was beginning to fear that you too might have been lost. Did you find out what had happened down there at the facility? Ja. Eure Arbeiten haben einen riesigen uralten Fisch aufgeweckt. Something was down there, living in the rift by the Colto? Ja, wie ich schon sagte, ein riesiger Phyraxanhai und der hat alle Selka in den Wahnsinn getrieben und die haben dann die Leute auf der Station umgebracht. It's horrible. The entire operation wasted by a disaster we could never in a thousand years have foreseen. What has happened to the facility itself? Were there any survivors? Ja, einige Wissenschaftler haben überlebt. Well, that's good to know. Good to know indeed. But what has happened to the facility? Was it damaged? Nö, die Anlage ist völlig okay. Das Kolto ist irgendwie ein bisschen verseucht. Ich habe keine Ahnung warum. Irgendwie ist da anscheinend irgendwas passiert. Contaminated. That's much worse than I would ever have thought possible. It might have been better to lose the entire facility rather than damage the Kolto supply. This must remain entirely secret. We cannot allow anyone to find out that we damaged the Kolto production, or we would be banned permanently from the planet. We can only hope that the damage that was caused will go away in time. But you have done your job and helped us in our time of need. And for that I thank you. Oh, and did you end up finding your star map? Es geht euch eigentlich nichts an, aber ich hab's gefunden, ja. As you can see, by helping us, you helped yourself. Perhaps we can work together again in the future. Ich hab da so meine Zweifel, dass mir das sehr viel Freude bereiten wird, mit euch zusammenzuarbeiten. So, jetzt haben wir ja auch aufgedeckt, wo die Wissenschaftler hin sind. Warum gibt es jetzt hier eine Cutscene? Okay. There's more to them than this temple. He's gone, but it's not out of the view. Glass key to his side. So let them be honest. Echt, das ist ja schrecklich. Ist
Aber ich habe doch überhaupt nichts getan, Meets. Das ist noch alles nur circumstantial evidence, würde ich sagen. Die mit ihren scheiß Gerichtsverhandlungen, ey. Vielleicht sollte ich mich einfach mal zur Wehr setzen. Aber ich wollte jetzt eigentlich jetzt auch keinen Massaker unter den Leuten hier anrichten. Das könnt ihr doch gar nicht beweisen, was ist das hier für ein Recht? Diese Form versucht das Gold zu vergiften. Weiß ich, bin ich jetzt ehrlich mit denen oder versuche ich mich da rauszureden? Weiß nicht, ich versuche es nochmal mit der ehrlichen Schiene, wahrscheinlich werde ich wieder hingerichtet, aber ich versuche es erstmal mit der ehrlichen Schiene. Das Wasser wurde von einem Toxin kontaminiert, das aus der Erntemaschine kam. Das ist doch ruhig. Ja, es war wie folgt, die ganze Station wurde verrückt und da ist irgendwie dieses Giftgras freigekommen, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Sind nicht alle verrückt geworden, es sind nur die Selka verrückt geworden. Das habe ich doch gar nicht gesagt, Meets. Ich habe gesagt, die sind verrückt geworden. Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ich glaube, dass das, ich weiß nicht, warum die so verrückt geworden sind, aber sie haben die Wissenschaftler und die Rettungsteams, die die Republik geschickt hat, haben sie getötet.
Ja, das wag vielleicht an diesem riesigen phyraxanischen Hai, der da unten war. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Der Hai hat alle verrückt gemacht. Nein, der Mensch muss überhaupt nicht sterben. Ich finde den Planeten zwar durchaus schön, aber die Leute hier sind so richtig durchgedreht, so ein bisschen. Ich habe eigentlich aber nichts Falsches getan. Tja. Und was mache ich jetzt mit meinem komischen Auftrag? Ich sollte rausfinden, was mit den Söldnern passiert ist. Vielleicht hätte ich mich irgendwie intelligenter beim Gespräch verhalten müssen. Aber ich werde das jetzt nicht zurückgehen und irgendwie versuchen, nochmal anders versuchen. Ich will mit meinen Konsequenzen leben in diesem Let's Play und von daher lasse ich es einfach so. Ich glaube, ich rede jetzt aber nochmal eine Runde mit unseren Leuten. Chaos, was hältst du denn von der ganzen Geschichte mit dem komischen Hai? Yes, what's on your mind? Und noch ein ganz anderes Thema, warum brennt ihr eigentlich so darauf, euch an Saul zu rächen? I already told you, he betrayed us all. Ja, aber es kommt mir eher so vor, als wäre das was Persönlicheres. Well, there is more to it. I'm sure you don't want to hear about it. Ach, doch, wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich da gerne was drüber hören. It's just that I don't talk about it very much, okay? I told you about my homeworld, Telos. 4 years ago, Saul led the Sith fleet there and demanded its surrender. The planet refused, and Saul proceeded to devastate its entire surface. Millions died. I had a wife and a son on Telos. I thought they would be safe there, but my task force arrived too late to be of much help. We didn't have enough medical supplies. The colony was burning, and the dying were everywhere. I remember holding my wife and screaming for the medics, but they didn't come in time. Jo, das ist durchaus furchtbar. Tut mir leid, das wusste ich wirklich nicht. Of course not. How could you? I had nothing left after that, really. I devoted myself to the fleet. Hunting Saul was my only purpose. I miss them. And I know killing Saul won't bring them back. And it won't make me happy again, but I have to do it. I don't expect you to understand, but I have to pay him back for what he's done. I have to. It's all I have left. Hm.
Tja. Tut mir leid, ich wollte eigentlich nicht so neugierig sein. Ich bin zwar neugierig, aber das war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Tut mir leid. Oh, it's alright, I don't mind. You deserve some kind of, explanation. Was mit eurem Sohn geschehen? Ihr habt erzählt, ihr hättet eine Frau und einen Sohn gehabt. Ihr habt bisher nur von der Frau erzählt. His name was Dustal, and I don't know what happened to him. The colony was a complete ruin, and we never found any trace of him. I made inquiries and followed the reports from Telos for years, but I stopped. Anyway, I hope that answers your questions. Let's continue with what we were doing. Ja, ich schätze auch. Bastila, wie geht's euch denn? How can I help? Ihr seht mal wieder so aus, als wolltet ihr irgendetwas sagen. I do. I've been trying to come up with the best way to say this for some time, but I suppose I should just come out and say it. The truth is, I have come to depend on you. Not just for the sake of the mission, but for my own sake as well. I'm glad you're with us. Entschuldigung, habt ihr mir gerade ein Kompliment gemacht? Das ist ja was ganz Neues. Well, yes. Surely that's not so surprising. Ja, doch, mir schien es schon so, als ob euch das schwer über die Lippen kam. In der Vergangenheit habt ihr euch auch nicht besonders dadurch ausgezeichnet, dass ihr Komplimente gemacht habt. Did I? I am trying to be sincere here. It occurred to me that I may have been too critical of you. Too demanding at times. Ja, ich danke euch, die Geste ist doch durchaus nett. I know my manner can be a bit taciturn. I know you must be getting sick of my lectures about the dark side and everything else. I spent all my years being hounded by my instructors, being told so often how gifted and important I was until I was sick of it. I remember when I was younger, I used to swear that I would never become as self-absorbed and stodgy as the Jedi Masters. It's ironic, really. Unsinn, ihr seid doch gar nicht so sehr in euch gekehrt und langweilig. Ich finde euch durchaus nett. That's kind of you to say, but I know for myself it's not really true. Being controlled has kept everyone around me at an arm's length. Even those like yourself who are most in need of my understanding and compassion. Maybe it's time to change that. You deserve to know how much I respect and admire you. I had to tell you how much I care for you. As a friend, of course. Tja, wir könnten auch mehr als nur Freunde sein. Please, it's not allowed. I have to remain true to the Jedi ideal. If this is going to cause a problem, maybe I shouldn't have said anything. Nein, ich bin froh darüber, dass ihr das gesagt habt und ich sorge mich auch um euch. So als, zumindest als Freund. Well, that was not nearly so difficult as I feared. Thank you for hearing me out. I feel much better. But enough soul searching for now. We should probably continue on with our mission. Was ist da denn los? Bastila macht zarte Öffnungsversuche. So emotional meine ich jetzt, nicht irgendwelche anderen. How may I be of assistance to you, Padawan? Vielleicht können wir uns ein bisschen unterhalten. What is it you would like to speak to me about? Woran denkt ihr denn gerade? I have been thinking much about our journey. And I am grateful and honored that you have accepted me with you. I am not used to such unbiased acceptance from one who is nearly a stranger to me. We Cathar do not make friends easily, or for long. Even on Dantooine I remained alone. Not ostracized exactly, but separate. Es muss ziemlich schwierig für euch gewesen zu sein, so getrennt von allen zu sein. Yes, it was. I find it difficult to speak of those things. I do not want to live that way ever again. And here, it seems different. It is warming. I feel almost welcome. Needed. You seem to be very decisive when it is required of you. It is reassuring to know that I can count on someone like you. Ja, aber wir sitzen ja hier alle in einem Boot und müssen zusammenhalten und wenn wir mal was tun müssen, dann müssen wir da auch entschieden rangehen. Yes, and that is my point. I find it difficult to explain. It is so different from what I am used to. Just thank you for accepting me. Ja, kein Problem. Salva hat, glaube ich, immer noch nichts zu erzählen, schätze ich mal. Könnt ihr mir noch was über euch erzählen? Na gut.
So, vielleicht will Kendrus noch irgendwelche großen Kriegsgeschichten erzählen. Yeah, what do you want? Vielleicht wollte er noch ein paar mehr Geschichten erzählen. You want another war story, huh? You want to hear about some other world getting wasted, huh? I knew you were the type. Your stagnant republic has never seen some of the strange creatures and races we fought on the Outer Rim in those years. And you never will now. Was meint ihr damit? Habt ihr sie ausgelöscht? If a world isn't strong enough to defend itself, it's basically forfeit. But this story is about something a little different. We were going through the asteroid fields of the Crispin system at the very edge of the galaxy, playing with the pirates and smugglers we found there. The main belt in the Crispin system consists of mainly small rocks covered in frozen methane gas shells, and the pirates were using them for cover. Ha! I remember using a thermal generator to cause the outer layer of one of the asteroids to vaporize in a picosecond. It blew out and shredded the three smugglers using it for cover. But that was a mistake. Warum war das denn ein Fehler? The asteroid I had targeted was smaller than most, maybe a dozen meters on the side. On the outside, it looked the same as any other, just a ball covered in frozen gas. But something must have been inside it, something inactive in the cold. The heat of my blast might have triggered something or woken something up. After I'd hit it, spots of light and heat appeared all over the thin shell, still covering it, evaporating the gases. What lay underneath looked like some sort of rocky growth. A deformed rock, pitted by scores of micrometeorite scars. I think something even older might have been inside that. Hmm. Und was passierte dann? It started rotating faster and faster as we watched it. After a second, it started spraying fire, thermal projectiles that melted our armor like wax. We were caught completely by surprise. Before we could counterattack, it fled at an incredible speed. Also war es irgendwie sowas wie ein Schiff, irgendein extrem seltenes außerirdisches Schiff. We couldn't catch it, but we could follow its hyperspace wake. We followed its trail as far as we could, heading away from the galactic core. When it finally led beyond the edge of our galaxy, we abandoned our efforts. Anything that wants to commit suicide in that great void is not worth our trouble trying to catch. That's the only story I have for now. I'll tell you some more stuff later if we get the chance. Is there something else you want to know? Nö, das wär's erstmal. Vielen Dank. Your choice. Hakawa? Statement. HK-47 is ready to serve, Master. Das ist schön. Weißt du, du musst mich eigentlich gar nicht Meister nennen. Ich hab dich ja nicht gebaut. Query. Don't I? I was under the assumption that organic meatbags such as yourself enjoyed such forms of address. Was meinst du mit organische Fleischsäcke? Retraction. Did I say that out loud? I apologize, Master. While you are a meatbag, I suppose I should not call you such. Du hast mich schon wieder Fleischsack genannt. Explanation. It's just that you have all these squishy parts, Master. And all that water. How the constant sloshing doesn't drive you mad, I have no idea. Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde darüber nachdenken. Statement. Now do you understand the travails of my existence, Master? Surely it does not compare to your existence, but still. Ja, ich schätze, ich verstehe das. Commentary. As do I. It is our lot in life, I suppose, Master. Shall we find something to kill to cheer ourselves up? sympathischer Typ. Ich glaube, mit Mission können wir nichts weiter erzählen. Die sucht ja noch nach ihrem Bruder, der vielleicht auf Tatooine ist, wo wir, glaube ich, als nächstes mal hingehen. Aber als nächstes geht es dann erst weiter in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.